Ja, warte, warte, ich. Ein Kruzifix! So, Bauchgerät haben wir. Jupp. Okay, wollen wir gleich? Was war denn das? Was denn du da? Oh, du machst die Stalagmiten kaputt. Das ist doch scheiße. So was macht man nicht. Ja, die brauchen Millionen Jahre, um hier zu wachsen. Du müsstest lauter reden, ich höre dich nicht. Er sagt, es gibt so viele Höhlen. Ja und? Ja, dem ist das bloß ein Spiel. Macht man trotzdem nicht kaputt. Hier waren noch Babys. Ich würde so gerne mit euch spielen. Warte mal. Ich weiß jetzt nicht, wie. Warte mal, ich muss mal hier aus dem Krach hier raus erstmal. Wir sind jetzt bei 1 Stunde 47. Keule, wie lange wollen wir noch machen? Ja, hier ein Schild abbauen und gleich speichern. Hey, guck dir das an, hier geht's weiter. Hä? Hinten. Keule, ich bin jetzt hier, da, wir können hier nochmal irgendwo. Wir holen uns jetzt die Rusti-Pusti-Axt. Und dann gehen wir den Weg wieder zurück, oder was? Wie bitte? Dann gehen wir den Weg wieder zurück. Nee. Hier ging's doch noch weiter. Also ich hätte ja fast gesagt, dass wir vielleicht noch ein... Wie weit sind wir denn in der Zeit, sagt mal Freunde? Wir haben 16.43 Uhr. 16.43 Uhr? Pedro, wie sieht das aus heute Abend? So 20 Uhr? Was kommt meinst du, Keule? Das war vielleicht noch eine Runde, eine Dunde. Ja, wir spielen ja hier keine Runden, wir spielen nur Dunden. Vielleicht auch zwar heute Abend noch eine Runde Dead Realm spielen. Pedro? Keule? Ja, ja. Ja. Sagen wir so 20 Uhr bei uns im TS treffen. Keule, guck mal, das Zelt ist offen. Ich habe jetzt irgendwas aufgenommen. Was? Das ist so. Bei mir ist das Zelt offen. Guck mal. Ja, ich hab's ja gesehen bei dir. Guck mal, bei mir ist es so. Tatsache. Ach, du bist auf, zum Training. Ach, Mist. Wie lange, wann bist du wieder zu Hause?
Weil morgen sind wir nicht da, bis voraussichtlich Montag. So, wollen wir durchtauchen? 23 Uhr. Ja, das ist ein bisschen dolle spät. Wir müssen gucken, wie wir es machen. Also morgen... Ah, warte mal, wir müssen... Ich muss essen. Denke mal, ich habe nichts mehr zu essen. Ach, so ein Scheiß. Warte, ich schmeiß dir was rauf. Nee, brauchst du nicht. Ich habe schon Snickers. Ich habe Snickers. Jetzt habe ich dir was rauf geschmissen. Ja, das ist doch scheiße. Dann isst du. Nee, ich brauche noch nichts. Ich würde sagen... Ja, irgendwann nächste Woche denn. Ja. Ja. Weiß ich, also ich denke mal, bis Montag, denke ich mal, sind wir nicht da. Ich sag mal so ab Dienstag vielleicht. So, okay, ich würde sagen, wir springen dann gleich ins kühle Nass. Mache ich. Ich schreibe dir auf jeden Fall denn. Mache ich meistens. Schon mal alles abgetaucht. Ja, ich würde ja gerne in der nächsten Folge nochmal ins Sinkhole, aber wir haben die Climbing-Axt noch nicht. Vielleicht sollten wir in der nächsten Folge die Climbing-Axt nochmal suchen. Und wenn wir die gefunden haben, dann geht es natürlich ab ins Sinkhole. So. Tauchgerät haben wir jetzt ausgezogen. Und jetzt gehen wir zurück. Ach nee, warte mal, war hier nicht unser Flugzeug? Ja. Na klar. Das war doch hier in der Nähe. Am Strand. Unser Haus ist am Strand, ja. Unser Dings müsste doch hier irgendwo sein. Cockpit abgestürzt. Ja. Das war in der Nähe vom Sinkhole. Ja. Na egal. Wir laufen Richtung Haus. Warte mal, ich muss wieder ändern hier. Original. Jetzt ist aber dunkel wie ein Bärenarsch hier. Oh, ein Pilz, lecker. Pfifferlinge. Ja. Eigentlich könnten wir auch mal bald wieder los, Keule, im Wald Pilze suchen. Aber du bist ja nicht so ein Pilzjäger, ne? Nee. Muss Fadi immer alleine im Wald fahren und Pilze suchen. Was ich nicht esse, brauche ich auch nicht jagen. Ach, Pilze schmecken so lecker.
Schön Pilze mit Pellkartoffeln. Ach, lecker. Schön Pfifferlinge. So. Jo, jetzt sind wir schon knapp bei 2 Stunden. 1 Stunde und 55 Minuten. 11 wird es auch. Und wir sind, nee, es wird noch gar nicht hell. Wir sind am Shelter. Wir schlafen in Rönnchen, würde ich sagen. Und bevor ich speichere, werde ich noch schnell was essen. Nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Okay. So, speichern. Ja, Freunde der Nacht. Ich muss noch mal speichern. So, nochmal gespeichert. Das ist doch hell geworden. So, ihr Lieben, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen Cut. Und ich denke mal, in der nächsten Woche wird es weitergehen. Und ich hoffe, ich weiß ja nicht, wie es zeitlich uns möglich ist, in der nächsten Woche zu streamen, weil im Moment liegt sehr, sehr viel Arbeit an. Und schauen wir einfach mal. Und ansonsten, wir habt nächste Woche nochmal ein Ründchen The Forest, Risen 3, ETS 2, ist ja alles eigentlich, ja, sollte eigentlich alles so kommen. Aber wie gesagt, jetzt ist es ein bisschen stressig bei uns. Viel, viel Arbeit, ja, Keule. Und ja, schauen wir mal. Ansonsten, ja, denke mal, spätestens oder frühestens nächste Woche Dienstag können wir noch mal einen Stream raushauen. Entschuldigung. Ja, das Schlimme ist ja, wir sind ja nicht mal zu Hause. Wir sind ja meistens nur unterwegs, weit weg von zu Hause. Ja, Keule. Das hat keiner gehört. So sieht's aus. Ja, und von daher können wir ja nur streamen, wenn wir zu Hause sind. Ja. So, ja, schönen Dank. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, euch hat das Stream gefallen mit uns beiden Noobs hier. Mir hat es mal wieder echt Spaß gemacht, so nach langer Zeit mal wieder einen Stream auch zu, pol pol zu poltern. Zu polken, wollte ich ja sagen. Polken? Pol Ja, und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Und es kommen noch ein paar Videos auf YouTube von mir raus, die habe ich alle schon vorgestreamt. Und ich glaube, es geht jetzt bis zum 29. habe ich jetzt noch Vorlauf. 29. oder 8. Ich weiß es jetzt nicht genau. Und ja. Wenn ihr den Bob van Rock und den Gunfolk so sehr vermisst, dass ihr ihn schauen wollt, dann schaut doch einfach mal auf YouTube bei Gunfolk vorbei. Oder guckt euch den Bob van Rock an. Und der Bob van Rock, der wird großes B, kleines O, großes B, Leerzeichen van Rock mit einem großen Rock. Ja, der hat einen großen Rock an. Ja, schaut doch da auch mal vorbei. Und wenn es euch gefällt beim Bob van Rock, dann lasst doch einfach mal ein Abo und ein Like da. Ja. Normalerweise sage ich sowas nicht, aber es ist ja nicht für mich. Es ist ja für unsere Keule. Ja. Ja, ich wünsche euch nochmal viel Spaß bis zur nächsten Woche. Pedro, das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche. Ich denke dann am Dienstag. Und schönen Dank, dass es dir Spaß gemacht hat. Also es freut mich sehr und ich denke mal die Keule auch. Und ja, wir hören und sehen uns, ihr Lieben.